wir machen keine Frauenpolitik in der SVP. Wir machen SVP-Politik. Die Frauen werden immer wichtiger in der SVP. Bei den nationalen Wahlen 2007 hat die SVP ihren Frauenanteil im Nationalrat beinahe verdreifacht. Ein Rekord in der Schweizer Parteienlandschaft. Aus diesem Grund sollen in diesem Film ausschließlich die SVP-Frauen zu Wort kommen. Nathalie Falcone, vice-présidente du DC Vaud. Depuis 1994, elle est secrétaire générale dans l'administration fédérale. Dann alle SVP-Nationalrätinnen. Yvette Estermann, Ärztin und Beraterin. Silvia Flückiger, Geschäftsleitungsmitglied im familieneigenen Holzhandels- und Bearbeitungsunternehmen. Andrea Geisbühler, Polizistin. Alice Klauser, Beisan. Nathalie Rickli, Bereichsleiterin in einer Medienagentur. Zunächst aber die Präsidentin der SVP Frauen Schweiz, Rita Gigax. Sie hat sich ein sehr ambitiöses Ziel gesteckt für die nationalen Wahlen 2011, nämlich eine weitere Erhöhung des Frauenanteils in der SVP-Fraktion auf 20%. Das ist mehr als eine Verdoppelung. Auch bei den Wahlen 2007 hatten wir ein ambitiöses Ziel. Wir wollten dort auch die Sitzzahl der Nationalrätinnen verdoppeln. Wir haben die Sitzzahl nicht nur verdoppelt, wir haben sie beinahe verdreifacht. Wie schaffen Sie das? Das werde ich zusammen mit den Männern schaffen, weil unser Parteipräsident bei den Wahlen 2007, Herr Maurer, und unser jetziger Parteipräsident Toni Brunner, die sind mehr als begeistert von dieser Idee, dass wir eine Fraktion haben mit einem Frauenanteil von 20%. Und wir werden nichts unterlassen, es nicht zu schaffen. Die Chancen dafür stehen gut. Immer mehr Frauen engagieren sich in der SVP, obschon die Partei in der Vergangenheit eher den Ruf einer Männerpartei hatte. Davon lassen sich heute aber auch junge Frauen nicht mehr abschrecken. Was sind deren ganz persönliche Beweggründe? Also ich bin in einem unpolitischen Elternhaus aufgewachsen, aber 1992 ging ich ins KV. Und damals war die EWR-Abstimmung. Wir hatten einen linken Lehrer, der uns den EWR-Beitritt schmackhaft machen wollte. Ich habe mich dann erstmals selber mit der Politik befasst und bin zum Schluss gekommen, nein, die Schweiz gehört nicht in den EWR, gehört nicht in die EU. Und habe mir eine andere Meinung gebildet. Somit ist eigentlich mein ehemaliger linker Lehrer schuld, dass ich heute in der SVP bin. Ja, zu Hause wurde viel politisiert. Meine Mutter ist seit Jahren schon in der SVP. Und mit meinen drei Brüdern und mit meinem Vater wurde eigentlich viel immer am Mittagstisch eigentlich auch politisiert. Auch in der Westschweiz engagieren sich immer mehr Frauen in der SVP. Par exemple, la paysanne Alice Klauser. Il y a beaucoup de paysans dans l'UDC, mais seulement peu de paysannes. Pourquoi elle s'est quand même engagée dans l'UDC? Je fais partie depuis de nombreuses années de l'UDC vaudoise, qui était auparavant le PAI, donc le parti des paysans, artisans et indépendants. Et dans le canton de Vaud, l'appellation a changé et c'est naturellement que nous avons pris le nom d'UDC. Donc je ne voyais aucune raison de changer de parti. Ganz besonders bemerkenswert sind die Gründe, weshalb die gebürtige Slowakin Yvette Estermann in die SVP eintrat. Weil als Migrantin, ich habe in der ehemaligen Tschechoslowakei noch Sozialismus erlebt, also nicht aus den Büchern, sondern auf meine Haut. Und da habe ich gesagt, nein, ich möchte mich einsetzen für die Schweiz hier, dass so etwas nicht passiert, wie es in der Tschechoslowakei passiert ist. Auch für die Aargauerin Silvia Flückiger war es keine Frage, in welcher Partei sie sich engagieren wollte. Ja, ich will das Feld nicht den Linken überlassen. Ich sehe, dass es großen Handlungsbedarf gibt. Ich komme ja aus dem Bereich KMU und Gewerbe und sehe dort verschiedene Probleme, die wir haben. Die kenne ich ja aus eigener Erfahrung und so kann ich diese auch in die Politik einbringen. Wieso sind Sie denn der SVP beigetreten? Ja, die SVP ist meine Partei, weil sie Freiheit und Eigenverantwortung an oberste Stelle setzt. Das sind genau auch meine Prinzipien und auch dafür stehe ich ein. En 1994, Nathalie Falcone s'est décidée pour l'UDC. Étonnant, parce que l'UDC était un parti suisse-allemand et un parti d'hommes à cette époque.
Ce qui m'a poussée, c'est plusieurs raisons. Le parti UDC, à l'époque encore PAI-UDC, était très connu dans le canton de Vaud déjà depuis longtemps. Plusieurs personnes dans mon entourage faisaient partie de ce parti. Il était essentiellement agricole, je suis d'ailleurs fille de paysan, et il m'intéressait de travailler avec des gens qui défendaient les indépendants, les artisans, les gens qui voulaient faire quelque chose d'eux-mêmes. Et je pensais que ce parti était le plus proche de mes idées. Engagierte Frauen in der SVP. Politisieren Sie anders als die SVP-Männer? Setzen Sie andere Akzente? Man sagt ja, Frauen seien emotionaler. Hat das einen Einfluss? Die SVP-Frauenpräsidentin meint ja. Ja, bei den Frauen spielt natürlich auch die Emotionen immer etwas mit. Aber das ist nichts Böses, das ist nichts Schlechtes. Aber sind es denn nur die Emotionen, welche die Frauen von den Männern unterscheiden? Oder setzen die Frauen auch ganz bewusst andere inhaltliche Akzente? Ja, ich denke, ich bin vielleicht auch ein bisschen sozialer eingestellt. Das denke ich schon. Also ich war ja vorher eigentlich Kindergärtnerin und Reitpädagogin. Ich hatte auch als Jugend- und Sportleiterin, habe ich mit Jugendlichen gearbeitet oder auch bei der Spitex in der Alterspflege. Also ich bin eigentlich, komme ich aus sozialen Berufen und ich glaube auch, dass ich dort auch einiges einbringen kann, jetzt in dieser Partei. Je pense qu'une femme peut apporter d'autres points de vue, d'autres éléments dans la politique économique notamment, également dans les assurances sociales, dans la politique familiale. Le fait d'avoir un point de vue féminin aide à faire avancer les débats. Sicher so im Bereich der Sicherheit sind Frauen oder auch Kinder anders betroffen als Männer. Da setze ich mich speziell ein, aber sonst unterscheide ich mich nicht von den Männern. Also für mich persönlich ist das eigentlich nie ein Thema gewesen. Ich lächle manchmal, wenn ich höre, ja, man wird nicht respektiert oder was auch immer. Also ich hatte nie das Gefühl, in der SVP jetzt irgendwie im Nachteil zu sein, weil ich eine Frau bin. In der Fraktion fühle ich mich völlig integriert. Ich fühle mich als eine von den Fraktionsmitgliedern und ich glaube, das ist das beste Kompliment auch für unsere Männer. Dans quelle mesure le fait d'être une femme influence-t-il votre travail politique? Mon travail est influencé, c'est certain, par le fait que je sois une femme. Et il est aussi influencé surtout par le fait que je suis une paysanne, par le fait que je suis une mère, par le fait que je suis intéressée par les affaires du pays, que j'aime mon pays. C'est surtout cela qui influence ma politique et la politique. Mais je pense que je vois les choses d'une façon féminine, peut-être un petit peu plus de sentiments, un petit peu plus la recherche des solutions un peu plus pragmatiques, que des fois les hommes sont un peu plus durs et ne veulent pas céder, tandis que les femmes chercheraient plutôt à régler certains problèmes de façon à ce qu'on y arrive. Ja, Frau, Mann, wir sind alle Menschen, aber Frau geht vielleicht die Probleme ganz anders an und sieht auch vielleicht mehr in die Zukunft. Das ist Frauen gegeben, die sorgen eher für Nachwuchs und so. Frau denkt eher an Konsequenzen. Das ist vielleicht der kleine Unterschied zu vielen Männern. Fühlen Sie sich als Frau speziell behandelt innerhalb der Bundeshausfraktion der SVP? Ich weiß nicht, ich spreche nicht für alle, aber wir werden hier regelrecht verwöhnt. Also unsere Männer sind alle Gentlemen, die helfen uns, wo sie können. Also ich habe nur die besten Erfahrungen gemacht. Und so will die SVP weitere gute Frauen in die Politik holen. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir candidate de l'UDC? Pour être candidate des femmes UDC, alors il y a beaucoup de femmes bourgeoises qui sont pas organisées aujourd'hui. Et on aimerait de faire l'initiative pour que ces femmes s'engagent. Comment on peut sentir ça alors? On peut sentir ça si on a un sentiment très fort, qu'on veut changer quelque chose et qu'on veut s'organiser et qu'on veut faire s'engager pour arriver là. Nein, wir machen keine Frauenpolitik in der SVP. Wir machen SVP-Politik.